Ja, und kulturell geht es bei uns auch weiter. Wir tauschen aber die Kinoleinwand gegen die Bühne ein. Ab morgen geht es im Winterhuder Fairhaus in Hamburg um Glück, le Bonheur. Barbara Wusso und Peter Bongert sind da auf der Suche nach der Liebe und eben dem Glück. Gleich sind die beiden hier bei mir im Studio. Gabriela Polan hat sich das Stück schon mal angesehen. Louise und Alexandre haben gerade die erste Nacht miteinander verbracht. Und schon gibt es Missverständnisse. Ich mag kein Frühstück. So ab 11:30 bekomme ich erst Hunger. Meine Toast, also auch nicht. Aber ich weiß sie zu schätzen, das ist sehr lieb. Sehr lieb. Habe ich mich ganz umsonst abgerackert. Sich jenseits der 50 noch einmal neu verlieben, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Darum dreht sich alles in der französischen Komödie Glück, le Bonheur. Das glaube ich jetzt nicht, du lässt mich nicht raus. Genau, ich lasse dich nicht raus. Und warum nicht? Weil ich was gegen Kerle habe, die hier reinschneien, konsumieren und wieder abhauen. Kerle, die reinschneien, konsumieren und wieder abhauen. Redest du immer so? Ja, ich rede immer so. Das Begegnen und das Kennenlernen in der zweiten Lebenshälfte ist ja immer was ganz Besonderes, weil jeder hat schon ein Leben gelebt, jeder hat schon eine Geschichte für sich. Der Mann in diesem Falle ist verheiratet, hat Kinder, sie ist noch Single, aber in ihrem Beruf auch sehr erfolgreich. Und ja, es ist nicht mehr die Naivität und die Unbeschwertheit der Jugendliebe, sondern es ist eine reifere Liebe. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie diese Menschen nach und nach zueinander kommen. Auf den ersten Blick haben die beiden wenig Gemeinsamkeiten. Barbara Wusso spielt die kulturinteressierte Kinderbuchautorin. Für Peter Bongartz als vielbeschäftigten Gastronom gibt es nur die Arbeit. Ins Theater geht doch jeder gerne. Theater? Ja. Nein. Na, hörst du wenigstens Musik? Musik, ja. Na, immerhin etwas. Was hörst du? Autoradio. Autoradio? Welcher Sender? Nostalgie. Nostalgie? Da läuft bei Nostalgie etwa keine Musik. Während sich die beiden näher kommen, gibt es immer wieder kleine Überraschungen. Was, deine Frau? Du bist nicht geschieden? Das läuft noch. So eine Scheidung dauert. Wir haben getrennte Schlafzimmer, wohnen aber noch in derselben Wohnung. Du hast mich angelogen. Ich habe dich nicht angelogen. Ich habe Dinge vereinfacht. Warum? Ja, um mit dir ins Bett zu gehen. Es sind natürlich so hervorragende Künstler, die man ja schon in seiner Jugend im Fernsehen gesehen hat. Und dass man die jetzt live hier in Winterhude auf der Bühne hat. Also für mich ist es ein ganz besonderes Erlebnis, aber auch natürlich für die Zuschauer wird es eine ganz besondere Freude, denn es sind echt super Theaterschauspieler. So manches wird dem einen oder anderen vielleicht vertraut vorkommen. Neue Liebe jenseits der 50, nicht leicht, aber machbar. Mit etwas Glück jedenfalls. Ja, und ich freue mich sehr, dass die beiden Hauptdarsteller jetzt bei mir sind. Herzlich willkommen, Barbara Wusso und Peter Bongartz. Schönen guten Abend. Grüß Gott, guten Abend. In dem Stück geht es um eine zufällige Begegnung, einen One-Night-Stand, Liebe, neue Liebe jenseits der 50. Also eigentlich, Frau Wusso, das Gegenteil von Ihrem Leben. Hat das für Sie gerade den Reiz ausgemacht an der Rolle oder haben Sie einen kleinen Moment überlegt, als das Angebot kam? Nein, die Rolle hat mir gefallen und die Gelegenheit, mit Peter zu spielen, ist traumhaft. Ich kannte ihn natürlich, aber noch nicht mit ihm gearbeitet, weder vor der Kamera noch auf der Bühne. Und das war ausschlaggebend dafür. Genau, Sie haben sich ja tatsächlich erst kennengelernt jetzt in der Produktion. Herr Bongartz, wie war das, als Sie hörten, Frau Wusso wird an Ihrer Seite stehen? War so Glück gehabt? Jetzt sag ja nichts anderes. Ja, weil erst habe ich gesagt, sie ist zu jung und zu hübsch und so weiter, aber... Ist ja nicht ich war schon überrascht, ja. Dann wusste ich ja auch nicht, dass sie so eine Bombe ist auf der Bühne. Aber Sie sind ja auch jetzt nicht weniger Bombe wahrscheinlich, oder? Es sind zwei Granaten auf der Bühne, man sollte sich's anschauen. Haben Sie denn auch so, um sich kennenzulernen oder vielleicht auch irgendwann währenddessen, also Sie stehen ja schon eine ganze Weile auf der Bühne, sich darüber unterhalten, was Glück für Sie bedeutet? Ja, für jeden ganz andere Dinge. Glück bedeutet für mich zum Beispiel, was uns beide betrifft, dass wir nach der Vorstellung immer noch ein bisschen weggehen und ein Glas Rotwein trinken und reminiszieren über den Abend und dass wir es sehr schön haben miteinander. Und gibt es in Ihrem Leben einen Moment, wo Sie sagen, das würde ich jetzt schon als wirklich sehr glücklichen Moment bezeichnen? Ja, also ich würde sagen, dass die Geburten meiner Kinder, das war das größte Glück für mich. Mhm. Ich bin also eine Vollblutmutter und Mami und das war für mich also... Kinder zu bekommen und sie groß werden zu lassen. Groß, und jetzt sind sie ja schon 11, meine Tochter Johanna ist 11, mein Sohn ist 18, Nikolaus. Und das ist schon ein großes Glück, muss ich schon sagen. Herr Bongartz, wie ist es bei Ihnen mit dem Glück? Gibt es auch so einen Moment, den Sie als besonders großes Glück empfinden? Ja, ich würde sagen, im Privaten liegt das. Dem Menschen, den ich liebe und dem man zusammenlebt, das ist Glück.
Aber sozusagen kein bestimmter Moment, sondern eher das gesamte Leben sozusagen. Ja, der Mensch schlechthin. Also das, da kann man sagen, weil Glück ist ja nicht definierbar. Es gibt es ja nicht. Glück ist, Doppelpunkt gibt es nicht. Glück im Viel, Glück in der Liebe, Glück überall. Was ist Glück? Ja, gar. Das, was man im Herzen hat wahrscheinlich, ne? Für andere, die wenig Herz haben, ist da auch nicht viel. Ja, okay, das stimmt. Sie sind ja tatsächlich schon eine Weile unterwegs. Gehört jetzt diese Zeit für Sie auch so zu glücklichen Momenten? Oder ist es irgendwann auch, dass man sich ein bisschen auf die Nerven geht, wenn man so lange zusammen spielt und reist? Nee, da muss ich sagen, das ist eine Freude. Das ist wirklich auch ein Glück, dass dieses Zusammenkommen so zustande gekommen ist. Und das ist eine Zeit des Lebens, die passiert. Und da macht es dann wirklich viel Freude. Man freut sich ja vorher drauf. Mhm. Und ist das für Sie auch eine glückliche Zeit? Ja, ich habe mich sehr gefreut auf Peter wieder. Wir haben uns ja gesehen, Anfang des Jahres waren wir und haben in München gespielt und auf Tournee. Und jetzt habe ich mich erstens auf Peter, zweitens auf Hamburg. Und dann bin ich ganz überrascht, dass diese meine Lieblingsstadt so warm ist und so schönes Wetter. Und so, ich sehe es mal mit Grün und mit Blättern und auf den Bäumen. Und ich bin selig, ein paar Wochen hier zu sein. Nun gilt ja aber der Norddeutsche nicht unbedingt als Ausbund an Emotionen. Haben Sie da so bestimmte Erwartungen, also zum Thema Glück, wenn Sie jetzt an die Premiere morgen denken? Oh nein, der Norddeutsche, also ich habe sie, da ich ja gedreht habe hier, Schwarzwaldklinik vor 30 Jahren, irgendwie so, kann ich mich erinnern, dass ich mit den Menschen, die hier im hohen Norden lebten, immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte und die haben einen sehr feinen Humor und hören sehr genau hin. Also das ist schon, das ist nichts Derbes, das ist, und wenn man die dann geknackt hat und bekommen hat, dann geht ja wirklich die Sonne auf. Okay. Sie haben ja ein bisschen Erfahrung gesammelt, reagieren Männer und Frauen unterschiedlich auf das Stück? In den verschiedenen Städten oder überhaupt? Ja, auch in den verschiedenen Städten und überhaupt. Ja, das tun sie, weil es ist ja ein Frauenstück. Man hängt an der Frau und das liebe ich bei Assus, der Mann kommt nicht sehr gut weg oder der kommt so weg, wie er ist. Und da haben die Frauen doch schon ein bisschen mehr Freude dran. Okay, dann wünsche ich Ihnen ganz viele glückliche Frauen, aber natürlich auch Männer hier in Hamburg. Ganz herzlichen Dank und eine schöne Spielzeit für Sie beide. Dank. Danke für den Besuch. Dankeschön. Danke.